Hier in Ischgl findet zurzeit der 15. internationale Wettergipfel statt, wo über 40 Meteorologen von ganz Europa über das Wetter debattieren. In den letzten Tagen noch mit bestem Kaiserwetter im Skigebiet von Ischgl am Naun. Jetzt aktuell Schneefall, aber das Bild wird sich in den nächsten Tagen markant ändern. Von Westen erfassen sehr feuchte und milde Luftmassen die Schweizer Alpen und das Schweizer Mittelland. Und so gibt es vom Samstag bis zum nächsten Mittwoch rund 80 bis 120, lokal sogar vielleicht 150 mm Niederschlag. Mit diesen feuchten Luftmassen kommt auch sehr warme Luft Richtung Schweiz. Das heisst, die Schneefallgrenze wird am Montag und Dienstag in Bereichen von über 2000 Meter drin gehen. Und so wird zusätzlich zum ganzen Niederschlag noch sehr viel Schmelzwasser dazukommen. Weil auch der Wind wird ein Thema sein. In den Bergen bläst der stürmische Westwind. An den Voralpen, im Mittelland, aber auch im Hochrhein entwickelt sich eine Hochwasserwelle. In Basel geht man davon aus, dass gegen Mitte Woche ein 2- bis 10-jährliches Hochwasser auftreten kann. Das würde bedeuten, dass die grosse Fahrt zwischen Basel und Rheinfelden müsste eingestellt werden. Wie das Winterwetter in den nächsten Tagen bei euch genau weitergeht, das erfahrt ihr wie immer auf wetteronline.ch oder in der Wetteronline-App. Direkt aus Ischgl, aus dem Land Tirol. Ich bin David Volken für Wetteronline.